Was ist RPA? Robotics Process Automation, kurz RPA, ist eine bahnbrechende Technologie der Digitalisierung, die besonders schnelle Automatisierungen ermöglicht. In diesem Video erzähle ich euch etwas über die industriellen Revolutionen, erkläre, was ein Roboter ist, wie er aussieht und wer sein Chef ist. Außerdem erkläre ich die Einsatzgebiete und die Vor- aber auch die Nachteile dieser Technologie. Falls du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst und die Benachrichtigungen aktivierst, um keine Videos mehr zu verpassen. Und jetzt legen wir los! Hallo Freunde, ich bin Alexei und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was RPA ist und warum diese Technologie momentan besonders viel Aufmerksamkeit unter den Digitalisierungstechnologien genießt. In einem Webinar für die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern habe ich bereits einige Anwendungsfälle dargestellt. Den Link zum Webinar ist unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Bevor wir uns der Frage widmen, was ein Roboter im Sinne von RPA eigentlich ist, schauen wir uns an, warum überhaupt über die Notwendigkeit eines Roboters nachgedacht wurde. Dazu springen wir zuerst ans Ende des 18. Jahrhunderts. Damals wurden Dampfmaschinen als Motor eingesetzt, was einen enormen Produktivitätsgewinn gegenüber rein manueller Arbeit hervorgerufen hat. Diese Maschinen wurden in Fabriken eingeführt und das trieb die Industrialisierung massiv voran. Diese bezeichnet man als industrielle Revolution 1.0. Ende des 19. Jahrhunderts hat die Industrie begonnen, mehr auf Elektrizität zu setzen. Dadurch wurde auch der breite Einsatz von Fließbändern in verschiedenen Industriebereichen ermöglicht. Henry Ford revolutionierte 1913 die Autoproduktion durch den Einsatz von Fließbändern. Dies bezeichnet man als Industrie 2.0. In den 70er Jahren begann die dritte industrielle Revolution. Maßgebend hat dazu die IT und die Automatisierung durch Elektronik beigetragen. Große Maschinen haben angefangen, die menschliche Arbeitskraft in der Fertigung zu ersetzen. Diese führte damals zur Befürchtung, dass die Roboter viele menschliche Arbeitsplätze vernichten und die ganze Welt erobern. Allerdings ist es immer noch nicht passiert und es wurden nur die einfachen, wiederholenden Tätigkeiten automatisiert. Als Ausgleich wurden jedoch Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, zum Beispiel Techniker, Programmierer, Qualitätsmanager und so weiter. Die allgemeine Produktivität hat dadurch erheblich zugenommen. Die Rechnerleistung hat mit der Zeit auch stark zugenommen und nun befinden wir uns in der vierten industriellen Revolution. Diese wird auch als digitale Revolution bezeichnet, weil Digitalisierung und Vernetzung dabei die wichtigste Rolle spielen. Die Rechner wurden kleiner und effizienter. Man kann die Maschine durch deren Vernetzung nun so aufeinander abzustimmen, dass viel Zeit und Ressourcen eingespart werden. Selbst individuelle Wünsche können dadurch in kleinen Stückzahlen wirtschaftlich hergestellt werden. Dies führte zu einem Boom im IT-Bereich, welcher in so gut wie keine Branche mehr wegzudenken ist. Sehr viele Arbeitsplätze sind nun mit Computern ausgestattet. Vieles passiert jetzt nicht mehr physisch, sondern komplett digital. Und ähnlich wie bei der dritten Revolution hat man überlegt, die wiederholenden Tätigkeiten durch Roboter machen zu lassen. Dies führte zu dem Konzept von Robotics Process Automation. Was ist also ein Robot? Das ist nichts anderes als ein Stück Software, welches genauso wie ein Mensch am Computer arbeitet. Stellt euch ein Büro vor, wo digitale Mitarbeiter am Computer arbeiten. Fehlerlos und 24 Stunden am Tag, ohne Ermüdung. Großartig, oder? Ein Robot erledigt regelbasiert wiederholende Tätigkeit, wie zum Beispiel das Kopieren von Daten aus einem System ins andere, das Befüllen von Feldern in bestimmten Formularen und das Bestätigen des abschließenden OK. Diese Roboter braucht auch einen eigenen Rechner, wo sie arbeiten können und auch die Anweisungen, in denen sie etwas machen müssen. Der Unterschied zu einem Menschen ist dabei einerseits, dass der Roboter schneller und ohne Fehler arbeitet und andererseits macht der Roboter nur genau das, was ihm vorgeschrieben wurde. Nichts mehr, aber auch nicht weniger. Zwar wird immer wieder über die künstliche Intelligenz, kurz KI, gesprochen, aber auch sie basiert auf konkreten Anwendungsfällen. Man kann einen Roboter nicht mit KI ausstatten, damit er beliebige Aufgaben erledigen kann. Man kann aber sehr wohl den Roboter so mit KI ausstatten, dass er zum Beispiel Rechnungen gut erkennen und die wesentlichen Informationen, wie zum Beispiel Rechnungsnummer, Datum, Betrag und den Kreditor, extrahieren kann. Diese kann er anschließend wieder regelbasiert in SAP eintragen. Dieser Roboter ist kein physisches Objekt, das man anfassen kann. Aber man kann sehr wohl seine Arbeit mitverfolgen, wie er im Monitor die Maus bewegt, auf die Buttons klickt und die Daten in die Felder einträgt. Alles erfolgt vollautomatisiert. Der Roboter braucht keinen Monitor, keine Tastatur, keine Maus. Er kann sowohl auf einem physischen Rechner bei dir als auch in der Cloud arbeiten. Die zwei wichtigen Robotertypen
sind die sogenannten Attended oder auf Deutsch beaufsichtigt und den Non-Attended, auf Deutsch nicht beaufsichtigt Roboter. Der erste ist wie ein digitaler Assistent von dir. Der Attended-Roboter arbeitet auf dem gleichen Rechner wie du. Er kann dir zum Beispiel bestimmte Informationen im Hintergrund suchen. Oder nachdem du etwas in SAP eingetragen hast, kann er die gleichen Informationen in Salesforce eintragen, falls dies notwendig ist. Du kannst also sehen, wie er auf deinem Computer mit dir zusammenarbeitet. Hattest du schon mal darüber nachgedacht, dass du etwas am Computer immer wieder machst und das genau lieber einem Assistenten geben würdest und selbst einen schönen Kaffee trinken gehen kannst? Gib mir ein Like, wenn du so einen Assistenten willst. Der Non-Attended-Roboter arbeitet wiederum komplett im Hintergrund. Keiner sieht ihn, er ist sozusagen auch im Homeoffice. Nur sein Zuhause ist in einem Rechner in der Cloud oder auf einem virtuellen Server. Dort kann er verschiedenste Aufgaben erledigen. In Banken kann er zum Beispiel die Kreditwürdigkeit berechnen und auf Anfragen antworten. Auch digitale Post kann er erkennen, an den Verantwortlichen weitergeben oder selbst in den richtigen Systemen die Informationen eintragen. Die Bandbreite der Aufgaben ist enorm. Das alles klingt zwar sehr spannend, aber warum ist RPA nun so populär geworden? Verschiedene Quellen berichten, dass über 90% aller Firmen in Fortune 500 RPA bereits benutzen. Schließlich sollten die erwähnten Aufgaben keine Neuigkeiten sein und die IT sollte schon längst Lösungen dafür entwickelt haben, oder? Die Antwort ist ganz einfach. Durch Low-Code-Technologien können diese Roboter auch ohne Programmierkenntnisse mit virtuellen Assistenten konfiguriert werden. Dadurch erreicht man ein Time-to-Market von wenigen Tagen, maximal Wochen für komplexere Anwendungsfälle. Man braucht nicht mal die IT-Abteilung dafür, weil alles über ein User-Interface, also genauso wie es auch ein Mensch am Computer machen würde, läuft und man keine Schnittstellen erstellen muss. Nun stellt sich die Frage, wer eigentlich der Chef der Roboter ist. Wer gibt dem Roboter seine Aufgaben und kontrolliert, ob diese richtig abgearbeitet werden? Beim Attended-Roboter kann der User selber die Aufgaben vergeben und kontrollieren. Aber wie ist es das bei Non-Attended? Hier kommt der Orchestrator ins Spiel. Im Orchestrator kann ein Administrator oder Entwickler die Aufgaben definieren und festsetzen, wie oft und wann diese Aufgaben erledigt werden müssen. Mit der Information kann der Orchestrator die Aufgaben an konkrete Roboter verteilen und die Ausführung kontrollieren. Falls etwas schief gehen sollte, bekommt der Orchestrator dies sofort mit und kann entweder vollautomatisiert das Problem korrigieren und den Roboter erneut beauftragen oder zum Beispiel einen Verantwortlichen fragen, was mit dem Problem gemacht werden muss. Welche Vor- und Nachteile hat RPA? Die wichtigsten Vorteile kann man folgendermaßen zusammenfassen. Erstens, sehr schnelles Time-to-Market. Prozesse können mit RPA in wenigen Tagen vollautomatisiert werden. Zweitens, keine Schnittstellen notwendig. Der Roboter kann in den Masken wie ein Mensch klicken und schreiben. Man spart also sehr viel Zeit, die sonst in die Schnittstellenprogrammierung eingeflossen wäre. 3. Kosten. Ein Roboter kostet einen Bruchteil eines eingestellten Gehalts, arbeitet dafür aber rund um die Uhr und hat keinen Urlaub. 4. Qualität. Roboter werden nicht müde und machen die Prozesse genauso, wie es vorgegeben wurde. 5. Flexibilität. Durch Low-Code-Technologien können die Roboter sehr einfach und schnell angepasst werden. Und durch KI können diese noch robuster und intelligenter werden. 6. Anbindung alter Legacy-Systeme. Wenn eine alte Applikation in der Firma existiert, ist RPA oft die einzige Möglichkeit, die Geschäftsprozesse zu automatisieren. Die wichtigsten Nachteile müssen auch erwähnt werden. 1. Änderungsbedarf. Wenn sich das User-Interface ändert, muss man den Roboter anpassen. 2. Interaktion mit Menschen. Der primäre Zweck der Roboter ist, die wiederholenden Tätigkeiten zu automatisieren. Falls dabei menschliche Interaktion, wie zum Beispiel in Form von Freigaben oder Abstimmungen im Fokus steht, können die Roboter eher weniger bieten. Zwar gibt es Möglichkeiten, eigene User-Interfaces mit Low-Code zu bauen, diese sind aber nicht im Fokus der RPA-Entwicklung und haben weniger Funktionalitäten als zum Beispiel IBPMS-Plattformen. 3. Change Management. Mit RPA muss man bezüglich Kommunikation und Einsetzbarkeit vorsichtig und zielgerichtet sein. Die Mitarbeiter im Unternehmen müssen gut auf diese Technologie und die dadurch geänderten Arbeitsweisen und neuen Aufgaben vorbereitet werden. Wie man sieht, gibt es keine Technologien ohne Nachteile. Trotzdem geht der Trend stark hin zu RPA. Wir beobachten auch, dass viele Unternehmen sowohl RPA als auch IBPMS verwenden, weil diese zwei Technologien einander stark ergänzen und ausbalancieren. Dabei stellt sich oft die Frage, welche Anwendungsfälle dann mit RPA und welche mit IBPMS umgesetzt werden sollen.
Schreib in den Kommentaren, ob du Interesse hast, dass darüber auch ein Video von mir erstellt werden muss. Falls dich weitere Begriffe aus der modernen IT interessieren, schau gerne mal in diese Playlist. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.